Schön, dass du wieder dabei bist und willkommen bei einer Runde Let's Play Minecraft Survival Games entlang. Mal wieder so good old Mitch Papier-LP. Guten Tag. Ja, hallo, ich bin der Papier-LP. Wo bist du? Da bist du. Und ich bin der, es geht los und ich habe mir gerade vor ewig langer Zeit, also vor 2 Minuten, ein heftig krasses Konzept ausgedacht. Und zwar, wir spielen Survival Games, was wir vorhatten, und gucken dann, wie weit wir kommen, indem wir einen Tag beantworten. Warte. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas... So. Also ich bin hinter dir, hinter deinem Dingens gelaufen. Okay, ne? Ich glaube, was? Ja, gut. Okay, fuck, ich wollte jetzt die erste Frage vorlesen, aber ich muss kurz wegrennen. Ja, wir müssen erstmal wegrennen. Und dann gucken wir, ich kenne den Tag gar nicht. Ich habe jetzt einfach irgendeinen Tag genommen, den ich auf YouTube gesucht habe. Hast du eine Waffe? Nein. Gut, ich habe eine andere. Und ein Eisen und... Hi. Wo bist du? Da. Ja, ich bin einfach weiter geradeaus gelaufen. Warte, renn nicht weg. Dann weg. Dann lese ich die erste Frage vor. Ja. Welchen Film oder Filmszene hat dich in deiner Kindheit erschrocken und dich nicht schlafen lassen? Was heißt Kindheit? Keine Ahnung, als du noch jung warst. Keine Ahnung, da habe ich keine Filme geguckt. Da habe ich Kassetten geguckt. Ihr hattet keinen Strom. Hinter dir ist einer, der nichts hat. Achso, das ist der coole Typi. Ja gut. Ah. Nein! Mach Frieden! Oh, danke, Gott. Schön. Ey, nein, ohne Witz, gib mir das. Der hat mir das gegeben. Okay, hier. Ja. Okay. Frieden. Nein! Hau ihn tot! Wir dürfen peace. Kein Dreierteam machen. Ja, peace, Leute. Peace. Sag, der soll weglaufen, wir dürfen kein Dreierteam machen. Lauf weg. Dreierteam ist verboten. Mach einen traurigen Smiley. Ach ja, wir spielen übrigens auf funwill.eu. Traurigen Smiley. Ja, ist ja gut. Chill. Zweite Frage. Hast du als Kind gerne Comics gelesen? Wenn ja, was? Wo bist du eigentlich? Nein, ich habe auch keine Comics gelesen. Wo bist du? Ich bin hinter dem. Weiß nicht. Okay, ich, bin da also, in diesem Turm, da in diesem Sandstein. Also, ihr hattet kein Geld für Filme. Nein, und ihr hattet auch kein Geld für Comics. Dann habe ich Bücher gelesen. Okay, also Comics gar nicht. Du hast so ein Eisen, ne? Mhm. Dann kann ich mir ein Eisenschwert noch craften. Ja, aber ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin an diesem Haus, wo du gerade den einen Typen da, wo du dir das Eisen... Okay, warte, ich komm da hin, wenn ich das finde. Also ich habe in meiner Kindheit früher gerne Comics gelesen, vor allen Dingen Donald Duck. Beziehungsweise Dagobert Duck und Asterix. Ja. Ah, ja. Das fand ich habe eigentlich die Taschenbücher. Mickey ist ja eben, das meine ich. Da bist du. Ja, hi. Hi. Ich brauche Eisen und einen Stick habe ich. Na ja, gut. Werkbank brauchen wir jetzt. Was? Werkbank. Ja, ist hier bestimmt irgendwo nicht. Warte. Doch, in irgendeiner Dingens war was. Dritte Frage. Hast du jemals ein Poesiealbum geführt? Und wenn ja, hast du es noch? Nein. Wir sind nicht schwul. Ich habe ein Freundebuch von damals mit wilden Kerlen. Ja, ich habe ein Lehrerbuch. Das ist voll kacke, da steht nur Scheiße drin. Bei mir steht was sogar relativ Nüssiges dran. Ich weiß gar nicht mehr, aber das ist alles relativ gleich geblieben bei mir. Also ich habe immer noch mein Lieblingsessen von damals. Okay, warte, nächste Frage. Frage 4. Was war der schlimmste Streich, den du als Kind gemacht hast? Ja, ich krieg was. Was soll ich denn damit? So ich hab so viel Schlimmes gemacht. Hier ist eine Werkbank. Ich hab nichts viel Schlimmes gemacht. Also ein Schwert. Ja. Ja, läuft bei uns. Wo bist du? Komm zu mir, wir dürfen uns nicht mal so aufteilen. Was kann man denn? Hier ist eine Kiste. Nix drin. Scheiße. Ja, da war ich schon dran. Was war denn so schlimm? Was hab ich denn gemacht, was so schlimm war? Vielleicht war ja nicht schlimm. Ja doch, also... Also ich hätte beinahe mal die Haare... von meiner Cousine abgefackelt. Einer. Aus Versehen, passt mit dem Feuerzeug. Ich habe noch hier einen Lederhelm. Ja, eine Mütze. Also es hat schon angefangen zu kokeln, aber noch nicht ganz. Also da. Okay, und, ja. Okay. Ich habe irgendwie nichts Schlimmes gemacht. Fällt mir gerade nicht ein. Deshalb machen wir einfach mal weiter. Frage 5. Was ist dein Lieblingsmärchen? Rapunzel. lass dein Haar herunter. Nein, 60 Sekunden Deathmatch. Mann, sind die schlecht, ey. Scheiße. Dann, fett 5 Minuten, Alter. Dann lass uns aber auf jeden Fall gleich weitermachen. Dann machen wir noch eine Runde hinten dran. Ja. Und dann gucken wir das. Dann spielen wir dann doch One in the Chat. Was, ne? Nein, und wir spielen dann noch eine Runde Survival Games. Na, guck, ich muss nur sagen, was mein Lieblings. Ja, mach mal. Hast du eine Pilzsuppe? Nein. Mein Lieblingsmärchen ist... Ich hab nichts mehr. Ich hatte... Was gibt's denn für Märchen? Ja, nee, ich hab nur Comics gelesen. Ich lese keine Märchen. Ich glaube, wie heißt denn das? Rumpelstilzchen.
Naja. Weil der konnte Gold. Hier ist Kuchen, Gold. Falls du essen brauchst. Ja, ja, ja. Weil der konnte Gold machen, ja. So. Einfach die Hälfte des Kuchens weg hier. Das ist ja blöd. Ich dachte, wir machen den Tag so lange, bis wir sterben. Aber das Video, ja. Also die Runde ist eher vorbei. Deshalb machen wir einfach weiter. Ey, da sind Kartoffeln drin. Oh, es geht los! Es geht los! Wo ist das? Leute, der hat einfach die Schwert, der Hurensohn. Oh Gott, Bei also, mir lädt die Map gar nicht. Hilfe! Wow, Hilfe. Ich bin fast Hilfe, tot. Hilfe! Ja, was soll ich denn? Achso, der Typ. Ich bin tot. Warte, boxt euch Der ist fast tot. Ja, ich chill mal hier. Verpisst euch doch! Der ist tot, jetzt hau ihn weg! Hau ihn weg! Kaban kaputt! Wo ist denn der? Er hat jetzt hier Schwert. Ja, ist mir doch egal. Oh fuck, aber der hat Leben verloren, oder? Oh, ich hab auch Sachen bekommen. Boah, den machst du kaputt, Junge! Nein! Du musst auch mal sprinten! Nice! Ach, was ist das für ein Spasti? Ja! 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 Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich! Willkommen zurück in der zweiten Folge Let's Play Minecraft. Survival Games gegenüber ist immer noch der PvP und wir spielen irgendeine neue Map, die ich gar nicht kenne. Bin immer noch da. Wie kommt man hier raus? Hier Druckplatten. Gänge. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kenne die Map nicht. Lass mich in Ruhe. Hier sind Druckplatten. Wir rennen jetzt erstmal in die Mitte, ne? Und dann. Alles klar. Dann rennen wir in meine Richtung einfach. Gut. Erstmal auf die Druckplatten. Ja, genau. Oh fuck, ja, hat ja, ich hab, mir so rum. Ich hab Möhren, nein, ich hab Schuhe. Oh fuck, ich muss auf die. Ja, ich bin auf die Druckplatte gelaufen, jetzt bin ich außerhalb. Oh fuck, ey. Ich bin auf irgendeine Druckplatte gelaufen, jetzt bin ich außerhalb. Okay, das ist blöd. Warte mal. Alter, was will ich mit so viel Rüstung? Ich komm hier nicht raus. Ja, du musst auf die Druckplatten gehen. Ja, ich komm hier immer noch nicht raus. Nein. Wird man geportet? Ne, also ich bin ich bin mit den Druckplatten rausgekommen. Ich will geportet, hallo! Ah, jetzt, okay. Hä? Wie? Was? Das ist doch scheiße! Ich bin dann so ein Turm. Sollen wir uns treffen irgendwo? Koordinaten? Ich bin gerade. Warte, ich muss hier mal hier. Minus 140 ist X. Moment, minus 140. Ich glaube erstmal zu X140. Das ist voll weit. Da können wir die nächste Frage beantworten. Frage ist jetzt: Hat dir deine Mutter als Kind deine Klamotten zum Anziehen hingelegt oder durftest du deine Kleidung für die Schule selbst auswählen? Sowohl als auch. Oh fuck. Hier ist einer. Oh fuck. Ja, mir ist einer, ich renn mal hinter mir war einer mit einem Steinschwert, den ich gerade ein bisschen genutzt habe. Bin grad ziel umhergelaufen. Oh fuck, ich bin tot, oder? Ehrlich? Nein, ja, noch nicht, nee, der ist nicht hinter mir. Aber ich habe keine Sachen. Das auch nicht. Okay, warte. Okay, der ist weggelaufen, der mit dem Steinschwert. Gut, ich laufe jetzt immer noch dahin. Also dir ab und zu, bei mir eigentlich nicht, nö. Also ich hab, wenn ich mal keinen Bock hatte, hat meine Mutter mir halt was rausgelegt und sonst habe ich mir halt selbst was raus. Ah, fuck, hier ist schon leer. Und was ist denn Z schon bei dir? Z, also ich bin jetzt bei X 150, minus 150. Ja. Und Z ist 20. Ja, bleib mal stehen. Ja, ich muss halt mich irgendwie bewegen, falls nämlich einer kommt. Oder du versteckst dich. Naja, ich guck auch gerade nach Kisten, weil hier war gerade auf dem Baum. Da ist eine Kiste, da ist eine Kiste, da ist eine Kiste. Wenn auf einem Baum, eine Kiste ist, da war ich gerade dran. Nein. Hast du irgendwas zu essen dann. Oder so? Oder warte, nichts? Ich bin jetzt bei minus 75 und 40. Also ich müsste. Bist du das? Ich sehe einen Namen. Bleib mal stehen. Nee, da kommt einer entgegen, das ist, bin nicht ich. Okay. Dann aber ich bin hinter dir. Warte, ich laufe gerade hinter dir. Ja, warte. Ja, ich bin hier. Ich bin rechts von dir, Ah, okay, gut. Ja, okay. Warte. Okay, dann lass mal hier so. Warum hast du so viele Sachen? Ich habe gar keine Sachen. Warte, hier. Oh, danke. Ich habe nur Rüstung, aber nichts an Schwert oder so. Ja, ist natürlich ein bisschen AA. Oh, hier ist einer. Aber warte. Der hat ein Goldschwert, pass auf. Warst du hier. Warst du jemand, der eher draußen gespielt hat oder zu Hause? Draußen. Draußen, ja. Auf jeden Fall. Aber drinnen auch richtig viel. Ich bin an einem Auto. Ja, ich bin. Du rennst immer nur weg einfach. Du. Guck doch mal, wo ich hinlaufe! Du bist ein behinderter Junge, ey. Du bist so ein behindertes ich Kind. Ich bin an einem Auto. Ja, du. Ah, hier. Yeah. Hi. Hi. Ey, hör auf, mich zu schlagen. Das zieht Leben ab. Wie die Dorfbewohner. Nächste Frage. Hast du als Kind Dinge gerne gesammelt? Steine. Wo bist du? Bin einfach weiter geradeaus gelaufen. Du hast Steine gesammelt? Nein, keine Ahnung. Nee, eigentlich nicht. Ja doch, ich hatte mal so Panini-Sammelalbum. Die hatte ich nämlich auch, da habe ich richtig viel Geld für ausgegeben. Ich habe an sich richtig viel gesammelt. Bundesliga. Yu-Gi-Oh!-Karten. Nee, sowas habe ich nicht gesammelt. Ich habe nur Bundesliga-Sticker. Pokémon-Karten und Fußballaufkleber. Aber richtig viele auch.
Ja, das Gute ist, ich hatte jemanden Bekannten, der war in einem Kiosk gearbeitet hat. Im Kiosk gearbeitet hat und der hat mir mal Sticker mitgebracht. Also habe ich da ein bisschen umsonst? Was gespart. Ja, ja, umsonst. Lass mal da rumgehen. Und so, von dem habe ich immer zu Weihnachten und zu Geburtstag habe ich immer so eine ganze Packung geschenkt gekriegt. Also so, weißt du, so eine ganze Packung, wo tausende von Sticker drin waren. Oder Päckchen drin waren. Da ist wer. Aber mittlerweile sammle ich nicht mehr. Da ist wer. Oh, der Eisenschwert, der Eisenschwert! Hinter renn uns weg! Auch, hinter renn uns. Weg! Renn weg! Oh Gott! Oh, schnell weg! Sind die immer noch hinter uns? Oh, da sind noch zwei. Oh, das ist doch kacke. Wir haben. Na, die sind hinter uns. Scheiße. Wobei, auf den könnten wir eigentlich mit der Hand gehen. Nee, renn weg, renn weg. Alter, was ist das für ein Hacker? Was ist hier? Alter, nee. Wie ich rumpacke! Alter, was ein Dreck, ey. Nein! Nein! Boah, wie ich solche Leute tot. Hasse. Wollen wir noch eine Runde machen? Nein, ich will nicht mehr. Ich find's unfair. Doch, willst du. Nein, willst du. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Wie schlecht ist der? Willkommen zurück in der dritten Runde Let's Play Minecraft Survival Games. Ja, wir hatten gerade ein paar technische Probleme, aber das habt ihr alles gar nicht mitbekommen. Wo rennen wir denn gleich hin? Hinter mich dann wieder? Absolut. Okay, wo bist du denn? Okay. Ja. Frage 10, welche Zeichentrickfilmserie durftest du als Kind nicht verpassen? Ja. Ja. Mach du zuerst, überlege. Mehrere. Also es gab einmal so, was ich ab und zu geguckt habe, das war so Pokémon. Und dann auf RTL, auf Super RTL habe ich dann immer so Gummibärenbande und. Hast du eine Waffe? Nee, du? Nein, aber eine volle Rüstung. Disneys, Fillmore und so geguckt. Oh ja, Fillmore, ja. Das fand ich voll geil. Das fand ich richtig geil. Da habe ich mich immer gefreut, das durfte ich nie verpassen. Nee, ich auch nicht. Hast du zwei Waffen? Oder hast du überhaupt irgendwas? Ich gar keine Waffe. Achso, ja gut. Ich sag, ich hab nächste aber volle Rüstung. Ja, warte mal, bleib mal stehen. Ne, warte mal. Ne, ich hab doch nichts Besseres für dich. Wir müssen mal eine Waffe finden. Ja, das ist richtig. Frage 10, Frage 11. Kannst du noch einen Zeichentrick-Film-Song mitsingen? Was heißt denn Zeichentrick? Das ist... Ja. Also... dann müsste ich jetzt meine Musik im Hintergrund ausmachen. Ist es. Was war das? Disney ist große Pause. Richtig. Woo! Ich kann richtig viel eigentlich. Das habe ich auch relativ. Alter, hier ist wieder eine Rüstung drin. Gummibären. Eisenhose. Hüpfen hier und dort und überall. Ja, Rüstung. Wirf mir doch nicht den ganzen Müll dahin. Warte, ich geh nochmal nach oben, vielleicht sehen wir was. Nee. Da unten sind auf jeden Fall ein paar Typen. Ich kann übrigens auch die ganzen Lieder aus den Disney-Filmen. Oder ist einer, der hat. Hat der eine Waffe? Der hat keine Waffe! Ja, dann lass den leben. Ja. Moment, das kann ich, ja. Das sind ja nur so Disney-Fragen. Hast du als Kind einen Tick oder Zwang gehabt? Wo bist du? Ich bin noch bei dem Turm. Immer noch? Lass mal weitergehen. Oder lass mal hinten rum so. Da die ganze Dinger abgehen. Also mein Zwang. Nö. Meine Serie nicht verpassen. Jetzt. Nein, andersrum! Andersrum! Hä? Hier rum. Weil hier noch die ganzen. Hier ist ja noch Land und so. Wo bist du denn? Hier! Bist du du? Oh Gott, ey, ist mir manchmal auf den Sack, ey. Ja, wo bist du denn? Bist du behindert? Sehe ich nicht. So. Aua. du bist bei mir unsichtbar. Nein, bin ich nicht. Jetzt mal ohne Spaß. Hast du in der Schule die Bücher gelesen oder Wikipedia-Zusammenfassungen benutzt? Stell dich mal genau vor mich. Du bist wirklich bei mir unsichtbar, jetzt ohne Witz. Du bist bei mir unsichtbar. Ich bin hier, direkt vor dir. Warte, ich nehme jetzt auch auf. Du kannst es jetzt in das Video einblenden. Warte. Nö. Ja, okay. Ja, doch, das ist ja kein Problem. Warte. Aua, warte doch mal. Ah, die ist voll an. Okay, warte, ich nehme jetzt auf. So, okay. So. Ja. Ja, schlag mich jetzt mal. Ja, okay. Aua. Jetzt mal ohne. Okay, warte. Okay, ich sehe hier irgendjemand rumlaufen. Das ist klar, dass du es bist, aber. Sprinte mal von hier rechts nach links. Von rechts nach links? Ja. Hui. Ja. Bist du direkt vor mir? Ja, ich sehe, dass du hier Blöcke versuchst abzubauen. Keiner, ohne Spaß, keiner ist vor mir.
Ja, dann hau ich jetzt okay. ab. Aufnahme ist jetzt abgebrochen. Also, hast also, du sehen. Also, hast du in der Schule Bücher gelesen oder Zusammenfassungen? Ja. Bist du das? Das bist du. Nein, entweder oder wahrscheinlich. Ach so, Bücher. Was? Gar nicht zu weit. Boah, Alter, wieder eine Rüstung. Nächste Frage. Welches Buch in der Schule hast du gehasst? Damals war es Friedrich, hieß es dieses Buch. Kennt wahrscheinlich keine Schweine, aber da ging es damals um die Nazi-Zeit. Also, war richtig öde, richtig kacke. Ich hasse eigentlich alle Bücher. Wenn man die schon kauft und man schon sieht, dass die von diesem Cornelsen Verlag sind oder so, dann können die einfach nur kacke sein. Also ohne Witz, wer sein Buch bei Cornelsen rausbringt, ne? Ja. Der hat echt kein gutes Buch geschrieben. Bist du mittlerweile wieder draußen? Nö, ich laufe hier rum. Achso, ja, ich bin wieder draußen. Wie draußen? Ja, raus aus der Höhle. Achso, ja, ich bin schon lange weg. Wie aus der Höhle? Ja, nee, ich war gar nicht in der Höhle. Achso. Aber ich meine, das macht eh keinen Sinn, wenn wir zusammen rumlaufen. Ja eben, ich sehe dich ja eh nicht. Wow, ich sterbe. Das wird ja lustig im Deathmatch, ey, wenn wir überhaupt hinkommen. Ja, stimmt, dann kann ich ja nur gewinnen. Aber ich bin, müsste sichtbar sein, dann kannst du ja einen Buck. Also ich renne dir das schnell weg und dann kannst du das ganz brav für deine Zuschauer einblenden. Yay. Also kannst du dir selbst mal reinziehen, das war gerade übelst komisch. Aber das Video wird so lang, ne? Bist du schon mal in der Schule... Oh fuck, da ist einer. Bist du schon mal in die Schule gegangen und hast eine Klassenarbeit und einen Test vergessen? Nein. Nö. Bin ich ehrlich, nee. Nö. Immer schön in das Hausaufgabenheft reingeschrieben. Ja, wer ist denn so doof? Ja. So doof ist doch keiner. Also tue ich jetzt heutzutage in der Berufsschule, das vergesse ich schon, aber damals, nein. Nein. Hinter mir ist einer mit einem Eisenschwert. Achso, ich dachte, nein, hast du mich vergessen. Also soll ich die Heal Potion trinken? Nee, dann kriegt der die wenigstens nicht. So, okay, hab sie getrunken. Nur damit er es nicht kriegt? Ja, und jetzt nerve ich ihn nur, damit ich im Wasser schwimme. Boah, du bist so ätzend. Haha, der schwimmt nicht mit. Was war dein Lieblingsfach und Hassfach in der Schule? Lieblingsfach Sport und Hassfach Musik. Lieblingsfach sowie Sport. Oh, ich hab eine Kiste gefunden. Hassfach Englisch ist richtig ätzend. Ich hasse Englisch. Ja, Englisch fand ich sogar ganz gut. Nö. Aber halt also Englisch an sich geht ja noch, aber in der Schule macht man halt nicht Englisch, sondern das, was du im Deutschunterricht machst, auf Englisch. Also irgendeine Scheiße analysieren, wie du das in jedem Fach machst. Und da stehe ich nicht so drauf und deshalb Englisch. Weil ich sehe, ich habe ein Schwert gefunden. Ich sehe nicht ein, das noch auf Englisch zu machen, wenn ich das auch schon auf Deutsch mache. Ja, stimmt auch. Na? Nächste Frage. Hast du dich in AGs, engagiert oder nicht? Gezwungenermaßen ja. In der Grundschule hatte ich eine Musik-AG, aber die war Pflicht in der ersten und zweiten Klasse. Flöten? Nee, Chor. Ach so. Aber zum Glück war mir da noch nichts peinlich. Ich hab Fußball-AG gemacht, das war geil. Immer Mittwochs. Und dann bin ich nach Hause gegangen zum Kollegen und da haben wir One Piece und Detektiv Conan geguckt. Nach dem Fußball? Hä? Nach dem Fußball, ja. Nach dem Fußball-AG. Wir waren echte Baby. Oh Gott, hier sind ja voll viele Leute. Der. Ja, der hat nur ein Holzschwert. Du hast gar nichts. Ich hab ein Steinschwert. Ach so, okay, gut. Die machen Team. Nein, fick dich ins Knie, ey. Verpiss dich. Nein, wie unfair das ist. Das ist voll unfair. Also ich hab gar nichts. Das ist voll unfair. Du hast ihn doch getötet. Ja, ich muss ihn. Aber hier ist noch einer. Wannabe a Hero. Ach so. Ich bin ja unsichtbar. Ich bin so ein Arsch, die können mich ja gar nicht sehen. Bist du jetzt wirklich unsichtbar oder nicht? Keine Ahnung, aber die konnten mich irgendwie auch nicht, die haben mich nicht einmal geschlagen. Bist du da im Wasser? Nö. Okay, da kämpfen welche im Wasser gerade, sehe ich. Nö, da bin ich nicht. Okay, dann bleib ich mal hier kurz umstehen. Ja, Entschuldigung, kann ich nichts für. Ich weiß auch gar nicht mal, ob man dich überhaupt nicht sehen kann oder. Naja. Ja, kann ja auch sein, dass du mich sehen. Dass nur du mich die nicht gesehen haben und einfach nur schlecht sind. Ja, das kann auch sein. Weil ich bin ja so gut auch. Also, naja, das war jetzt keine Ironie, aber. Ist der danach weggelaufen oder was? Nö, der stand da, aber der war ein bisschen verwirrt, deshalb keine Ahnung. Vielleicht war der einfach nur dumm, ja. Ja, das glaube ich nämlich auch. Nächste Frage. Kann. Hast du jemals die Schule geschwänzt? Nein. Niemals.
Ne? Ja, es gibt so dumme Jungs, also Jungs nicht, also Leute, die sagen so, boah, voll keinen Bock auf Schule. Warte, ich bin am Spawn, du auch, ne? Ja, aber ich werde jetzt im Deathmatch verrecken, weil ich noch nicht mal eine Waffe habe. Die sagen keinen Bock auf Schule, schwänzen und chillen auf dem Schulhof oder so. Also so dumm kann man eigentlich nicht sein. Aber es gibt so dumme Menschen. Oh, ich sollte mal... Fuck, es ist ja gleich Deathmatch, ne? Wer hat dir Schwert? Ich habe gar kein Schwert. da können wir noch schnell ein paar Fragen raushauen. Ja. Warst du in einer Clique? Ja. Ja, jeder war, glaube ich, in einer Clique, oder? Außer die, die nicht in der Clique sind, aber die laufen Amok und deshalb leben die nicht mehr. wie viele Strafarbeiten musstest du machen und wenn ja, warum? Eine, weil ich auf dem, im wie sagt man, im Pausenhof rumgeschrien habe. Einige. Ich habe einen Tisch kaputt gekratzt, ich habe Leute mit dem Stock geschlagen, ich habe irgendwas Hausaufgaben vergessen, ich habe irgendwas im Flur gemacht, was ich nie machen durfte. Musste zweimal die Schulordnung abschreiben. Cool war das. Cool. Oh Gott. Lol, mich hat einer gerade genau in dem Moment gebrochen. Ah, jetzt sehe ich dich auch wieder. Oh Mann, ist ja voll doof. Keine Ahnung, hau die mal kaputt. Warte, der eine ist AFK. Jetzt ja, hau die mal kaputt, ich hab kein Schwert. Wo bist du? Hä? Ich bin doch auf der Insel. Du bist weggerannt, oder ich sehe dich nicht mehr. Nein, jetzt werde ich geschlagen, was ist denn das? Geh doch da hinten hin. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich nur eine Frage vorlesen, scheiße. Mach doch, oder geht nicht. Ja, wie? Warte. Hast du dich in der Grundschule oder Schule motiviert, um den Unterricht aufrecht zu lernen, Zeugs? Ich hab dir nicht zugehört. Ich hab die Frage gar nicht verstanden. Nein, der tötet mich! Der tötet mich! Nein! Nein! Nein, hilf mir! Hilf mir! Nein! Oh, ich töte dich, oder? Ja! Moment, fair. Ich hab gar nichts gehabt, Alter. Du hast ihn kaputt gehauen. Ich hab noch ein Herz, schlag mich nicht. Weißt du, was ich gemacht hab? Aha. Ich hab mich hinter diesem Sandhaus da, geduckt. Du bist jetzt ein richtiger Sack, ey. So, wow, jetzt hab ich richtig viel Leben. Ja, so kommt man, Moment, da kann ich ja noch ein paar Fragen beantworten. Hast du dich in der Grundschule oder Schule motiviert, um im Unterricht aufzupassen oder zu lernen? Nein. Nein, wer macht sowas? Nein. Hattest du mal einen Spickzettel? Ja. Ja, ich auch. Mehrere sogar schon. Ich habe immer... Überall HOI. Ich habe es in meinen Taschenrechnerdeckel immer reingemalt. Okay, dann würde ich sagen... Oder, warte, ich bin noch nicht voll gerettet, kann ich noch was vorlesen? Ich habe nur ein Holzschwert. Was war das peinlichste Erlebnis in deiner Schulzeit? Hatte ich keins. Ich gebe dir ein Steinschwert. Hatte ich keins. Ich auch nicht. Drei Dias. So. Hast du in der Schulkantine gegessen oder was? Bist du jemand, der Essen mitgenommen oder gekauft hat? Beides. Also ich habe mal in der Kantine gegessen, so wenn ich länger Schule hatte, aber auch Sachen mitgenommen. Ich habe eigentlich immer Pausenbrot mit und ich wohne so nah, dass ich da immer nach Hause gehen kann. Also von daher praktisch. Okay? Ja, also ich bin voll. Also wenn ihr die anderen Fragen noch hören wollt, dann gebt mir wieder mal da einen Daumen nach oben und liked, und schreibt das in die Kommentare, damit wir das wissen. Das Video geht wahrscheinlich schon Stunden. Aber ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Wäre besser, wenn ich jetzt unsichtbar wäre, oder? Wow! Nein! Ja! Ja, okay, du hattest aber auch ein viel besseres Schwert. Ich bin der Gewinner, hier ist der Beweis. Bist ein Verlierer. Was hattest du für ein Schwert? Eins mit Verzauberung. Ja, Sharpness 1 wahrscheinlich. Ja, habe ich von dem einen Typen geklaut. Das war nämlich mit einem Schlag, hast mit zwei Herzen gezogen. Ja, das war doch gut. Ja. Das war's mit dieser Runde, mit dieser außergewöhnlichen Runde Survival Games. Guckt bei Alex auf dem Kanal vorbei. Link in der Beschreibung. Und der Server ist auch in der Beschreibung verlinkt. Ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.